Bienen und außerdem von der Mannschaft, von allen Mitarbeitern, von den Fotografen, von den Bienenmalern etc. etc. Er hatte mir die Augen geöffnet und hat mir alles erklärt, warum die Babelsberger Studios so erstklassig waren im Vergleich zu allen anderen. Ich konnte es ja nicht schätzen, da ich ja nur kleine Rollen in kleinen Filmen gespielt hatte. Aber ich habe heute noch die Nostalgie für Babelsberg und ich hoffe nur, dass Sie haben den Erfolg, den Sie mit Recht erwarten. Auf Wiedersehen, ich drücke die Daumen für Sie, Marlene.